In dem heutigen Video, das ist was für wirkliche Hardcore-Kartler. Es geht sich darum, wenn man im Winter, sprich Dezember, Jänner bis Februar, ein frisches Gemüse ernten kann. Und zwar kein Wintergemüse richtig, aber einfach Gemüse wie Radieschen und so Sachen, wie man das noch machen kann. Wir haben eben die Fläche da, die war jetzt vorher bepflanzt mit Tomaten, Chilis, Gurken, alles Mögliche. Jetzt ist Ende Oktober. Wir haben die Flächen jetzt abgeräumt. Wir haben dann die Erde mit Kompost gedüngt und mit ein bisschen Animalin. Und haben jetzt da verschiedene Sachen reingesetzt. Das Wichtigste dran ist, wenn man sowas machen will, dass man sein Glashaus eben temperieren kann. Sprich, es soll mindestens 5 Grad haben. Sonst, wenn es zu stark reingefriert, gehen gewisse Sachen nicht. Und so wie es jetzt da ist, haben wir zum Beispiel Salat gesetzt. Salat geht in dieser Jahreszeit normal auch nicht, weil die Tageslichtlänge zu kurz wird und der Salat dann nicht mehr wächst oder zu schnell auswächst. Darum haben wir darüber jetzt eine Belichtung gebaut. Das ist mit einer LED-Komponente. Die hat allerdings relativ viel Rotlichtanteil, sprich das ist mehr für die Blüte. Jetzt haben wir es kombiniert mit einer Quecksilberdampfplante, das ist ein weißes Licht. Und damit unterstützt man die Pflanze dann 4 Stunden am Tag, jetzt, wenn es finster wird, dass sie glauben, dass der Tag länger ist. Durch das wachsen sie auch schneller. Und wir hoffen, dass wir dann im Jänner mal ein super Video machen können, wie die ganzen Sachen reif sind. Pflanzt haben wir das Ganze jetzt Mitte September bis Anfang Oktober haben wir nur Jungpflanzen vorgezogen. Man sieht es da drüben schön, das sind 2 Salatsorten, die Pia und das Kaifors. Das ist ein roter Salat, ein roter Kopfsalat. Und Pia ist eigentlich ein früher Treibsalat. Was man da im Vorfeld sieht, sind Asiensalate verschiedene. Asiensalate sind insofern super, weil die bis minus 15 Grad wachsen. Man braucht jetzt auch nicht belichten, aber sie wachsen da natürlich jetzt auch super. Was da noch echt schön ist, ist ein Winterportulak. Den haben wir auch schon Anfang September in kleinen Töpfen vorgezogen und jetzt rauspflanzt. Da haben wir Radieschen, die haben wir jetzt auch besonders, die haben wir in kleine Presswürfeln vorgezogen und da jetzt gesetzt, damit sie das nur leicht ausgeht. Sprich, die werden wir in 3-4 Wochen schon ernten können, sprich Anfang Dezember. Da hinten haben wir noch Petersilie und Koriander. Und da im Hintergrund ist jetzt auch wieder Beet angebaut. Das ist mit Vogelsalat. Da kommen noch Radieschen und da macht man einen Versuch einfach mit normalen Winterrettich, den weißen. Ob der noch wächst im Glashaus. Normal wächst im Glashaus nicht, aber wahrscheinlich mit den Temperaturen quasi könnte man gut vorstellen, dass das funktioniert. Das ist im Großen und Ganzen der Versuch. Und wir werden mal schauen, wie das Ganze jetzt da wächst. Ich hoffe, der kleine Tipp gefällt Ihnen. Verfolgt sind. Wir werden sicher noch ein, zwei Videos darüber machen, wie das Ganze funktioniert und hoffen wir, dass wir den ganzen Winter dann ein frisches Gemüse ernten und genießen können. Und unser Glashaus ist übrigens geheizt mit Hackschnitzeln, das heißt, wir hängen eine Fernwärme drauf und wir temperieren das einfach auf 0 bis 5 Grad.